Tipps und Trendszeit hier bei Allgäu TV. Dazu begrüße ich Sie an dieser Stelle wieder ganz herzlich. Trotz Corona möchten wir Sie natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten. Ja, speziell in den Städten stellt sich immer mehr die Frage, wohin mit dem Wohnmobil, dem extra langen Handwerkerkombi oder auch mit dem Boot über den Winter. Denn Parkplätze sind rar und speziell auch Garagen, in die lange und hohe Fahrzeuge passen. Derzeit entstehen XXL-Garagen in Westerheim. Wir haben uns am schon fertiggestellten Standort in Untertingau mal zeigen lassen, wie solche XXL-Garagen wohl aussehen. Derzeit wird noch gebaut am Ausbau des XXL-Garagenparks von Höbel Immobilien in Westerheim bei der Anschlussstelle der A96. Schon fertiggestellt dagegen ist ein sehr ähnliches Projekt in Untertingau. Zwischen 36 und 90 Quadratmeter groß sind die Garagen und wie auch in Westerheim zum Unterstellen großer Fahrzeuge oder auch mehrerer Autos geeignet. Ideal also, um beispielsweise selten genutzte Oldtimer oder sperrige Anhänger vor Wind und Wetter zu schützen. Stichwort Schutz: Damit alles, was in der XXL-Garage gelagert wird, auch wirklich sicher ist, ist das gesamte Gelände umzäunt. Zutritt haben nur Mieter oder Eigentümer einer Garage. Zusätzlich wird das Areal auch von Kameras überwacht. Also es ist sehr interessant für Gewerbetreibenden, wo sie Sachen unterbringen können, die sie daheim nicht mehr lagern können. Dann ist es interessant für Privatleute, wo ihre Wohnmobile, ihre Boote, Motorrad, Youngtimer, Oldtimer unterbringen können. In jeder Halle ist ein Stromanschluss drin, jede Halle hat seinen eigenen Stromzähler. Sie haben zwei Steckdosen für Lichtstrom und haben eine Kraftstromsteckdose drin. Sie haben eine Lampe oben drin mit einem Ausschalter. Und sie haben ein Sektionaltor mit einer Schlupftüre. Wer beispielsweise sein Wohnmobil hier unterstellen möchte, wird sich über das großzügige Platzangebot in den Garagen und auf dem Gelände sowie die Entsorgungsstation für Abwasser freuen. Die neuen XXL-Garagen in Westerheim stehen ab sofort zum Verkauf, und zwar sowohl für private als auch für gewerbliche Zwecke. Es gibt viele Bereiche, in denen Fachgeschäfte der Konkurrenz aus dem Internet voraus sind. Das sind unter anderem die Beratung, die langjährige Erfahrung und auch das Wissen um die unzähligen Produkte, die es auf dem Markt gibt. Dazu zählt auch Zweirad Lämmle in Bad Grönenbach. Denn dort setzt man nicht nur auf ein großes Angebot rund um Fahrräder und E-Bikes, hier spürt man auch die Begeisterung und das Fachwissen jedes einzelnen Mitarbeiters. Die Mitarbeiter von Zweirad Lämmle in Bad Grönenbach. Sie arbeiten nicht nur in der Werkstatt oder im Verkauf, sie leben ihren Beruf. Und das auch auf dem Arbeitsweg, in der Mittagspause oder am Wochenende. Dabei gehen sie aber nicht nur ihrer Leidenschaft nach. Sie testen dabei auch regelmäßig neue Räder und neues Equipment auf Herz und Nieren, sowohl in Extremsituationen, aber auch im Alltag. Und tauschen sich immer wieder untereinander darüber aus. Dadurch, dass wir selber alle Fahrrad fahren und geschult werden, intern und extern, und wir das Ganze natürlich leben, fällt es uns sehr einfach, da den Überblick zu behalten von mittlerweile über 12 Kategorien. Momentan sind wir bei über 16 Marken. Das geht nur mit Schulung und Begeisterung. Dadurch, dass jeder selber Fahrradfahrer ist, begeisterter Fahrradfahrer ist, fällt es den Mitarbeitern total leicht, auch mal zu sagen, ich nehme mal einfach ein Rad mit und teste das im Alltag, um dann eben auch Sachen festzustellen, die dem Kunden nachher natürlich nützlich sind. Überprüft werden die verschiedenen Räder und Ausrüstungsteile dabei nicht nur im Einsatz. Auch in der Werkstatt wirft man einen Blick auf sie und prüft kritisch, ob jedes Teil wirklich hält, was der Hersteller verspricht. So wird bei Zweirad Lämmle sichergestellt, dass jeder Kunde genau das Rad bekommt, das am besten zu seinen Bedürfnissen passt. Gleichgültig, ob als Fahrrad für den Alltag oder Spezialbike für den Extremeinsatz. Bewegung ist gesund. Und auch das Laufen ist in Corona-Zeiten eine gute Möglichkeit, um fit zu bleiben. Damit man den Sport aber auch gesund ausübt, sollte man sein Augenmerk besonders auf das richtige Schuhwerk legen. Experte auf diesem Gebiet ist Laufsport Saukel in Kempten. Von der Beratung für die richtige Ausrüstung bis hin zum Training erhält man hier alles von echten Profis. Immer am Dienstag trainiert die Laufschule von Laufsport Saukel in Kempten. Egal ob Anfänger oder erfahrener Marathon-Enthusiast, hier trifft sich die Laufszene der Region.
Wir sehen uns ja irgendwo als der Komplettanbieter, was den Laufsport angeht, also nicht nur was die Produkte, Schuhe, Textilien etc. angeht, sondern wir wollen eben auch der Ansprechpartner für die Laufszene hier im Allgäu sein, insbesondere in Kempten. Das heißt, wir bereiten Athleten, also Läufer, auf die großen Allgäuer Laufveranstaltungen vor, wie zum Beispiel den Seitz Laufsporttag mit dem Halbmarathon, dem 5-Kilometer-Lauf oder den Silvesterlauf. Wichtig beim Laufen ist nicht nur der passende, sondern vor allem auch der richtige Schuh. Mit hochmodernen Geräten werden bei Saukel deshalb die Füße vermessen und entsprechend der Ergebnisse ein Schuh ausgewählt. Ob der dann tatsächlich zum individuellen Laufstil passt, wird ebenfalls analysiert. Alle unsere Mitarbeiter sind IHK-zertifizierte Laufsportberater. Also nicht nur was die Schuhe angeht, das natürlich auch, aber auch sie sind Textilspezialisten, die sind entsprechend geschult, was die Elektronikartikel angeht. Man kann zu uns kommen, erklär mir bitte die Uhr, was mache ich falsch, was muss ich richtig machen. Und das sind alles Themen, die ich im Internet nicht kaufen kann. Beratung, Erfahrung, Analysegeräte, Know-how und jetzt verstärkt auch der Umweltgedanke. Das sind die Hauptgründe dafür, warum Läufer nicht nur für Schuhe, sondern auch für Sportbekleidung zu Spezialisten wie Laufsport Saukel kommen. Infrarotkabinen. Sie bieten ähnlich wie eine Sauna Entspannung und Wärme. Und man findet sie nicht nur in Hotels und Thermen, denn Physiotherm bietet seine weltweit einzigartigen Infrarotlösungen auch für Privathaushalte an. Und damit auch Sie für sich die richtige Lösung finden, nimmt man sich im Beratungscenter viel Zeit für jeden einzelnen Kunden. Ein Infrarotstrahler, der direkt auf die Haut geht, der Wärme und Entspannung bringen und beispielsweise bei Rückenschmerzen helfen soll. Das ist das Konzept von Physiotherm. Sei es auf Liegen, am Bürostuhl oder klassisch in einer Infrarotkabine. Im Beratungscenter an der Memminger Straße in Kempten wird viel Wert darauf gelegt, dass für jeden eine Wärmelösung gefunden wird, die genau den jeweiligen Anforderungen und Wünschen gerecht wird. Ganz von Anfang an hat Physiotherm im Endeffekt geschaut, dass man mit einem Arzt zusammenarbeitet. Also wir haben einen eigenen Arzt im Hintergrund stehen, den man auch befragen kann bei bestimmten Erkrankungen, wo er sagt, aus seiner Erfahrung ist es zum Beispiel nichts, die Infrarotkabine herzunehmen oder bestimmte Dinge einfach damit zu machen. Das haben wir alles gemacht, einfach um die Sicherheit unserer Kabinen zu gewährleisten. Das liegt unter anderem an den einzigartigen Sensoren, die die Temperatur direkt auf der Haut messen. Zudem lassen sich Strahler und Kabinen individuell anpassen. Zusammen mit Ölen, Licht, Musik und der einfachen Steuerung per App wird so dafür gesorgt, dass Verspannungen gelöst, die Durchblutung erhöht und das Immunsystem gestärkt werden kann. Und wer sich erst einmal persönlich überzeugen will, in dem Beratungscenter in Kempten kann man bis zu 6-mal die Infrarotkabinen selber testen, damit der wohligen Entspannung in den eigenen 4 Wänden am Ende nichts mehr im Wege steht. Bekanntermaßen leben wir ja in einer Tourismus- und Wintersportregion. Auch wenn in diesem Winter alles etwas anders läuft als sonst, da auch keine Lifte geöffnet sind. Ein Geschäft, das sich aber immer ganz auf die Bedürfnisse wintersportbegeisterter Kunden eingestellt hat, ist die Funalp in Rietzlern. Hier finden Sie immer alle aktuellsten Trends unter einem Dach. Mitten im Herzen von Rietzlern liegt die Funalp. Locker, geradlinig und mit viel Know-how beraten hier Florian Fritz und sein Team Touristen wie Einheimische bei allem rund um Ski und Co. Neben dem Verleih hat man sich hier ebenfalls auf Hightech-Skireparaturen spezialisiert. Da haben wir natürlich die modernste Maschine stehen, wo ich jede Winkel, jede Gradzahl einstellen kann. Also ich kann jeden Winkel produzieren auf den Ski für die Kante. Ich kann jede Struktur produzieren auf den Ski, auch Rennlaufstrukturen, oder? Also da sind wir schon ganz weit vorne natürlich mit der Technik. Diese Qualitäten zeigt die Funalp auch beim Verkauf von Wintersportartikeln. Selbst wenn der Schuh einmal drücken sollte. Allerdings bieten die kleinen Walsertaler weit mehr als nur Outdoor-Bekleidung. Wir haben unser Konzept ein bisschen umgestellt und deswegen haben wir uns überlegt, was bekommt man nicht so viel im Walsertal, und das ist eben Fashion. Also alles, was damit zu tun hat. Jeans für Damen und Herren, Oberbekleidung, alles, was gerade hip ist. Ja, wir bemühen uns da immer zu schauen, auch auf den Messen, was es Neues gibt, und nehmen das mit auf. Trendig, modern und optimal aufeinander abgestimmt ist die erweiterte Modekollektion in der Funalp. Und zusammen mit den ganzjährigen Designer-Outlets, dem Angebot an Kleidung unterschiedlicher Marken und Preisklassen, ist die Funalp vor allem eines: ein Geschäft, in dem Einkaufen wirklich Spaß macht.
Unser schönes Allgäu gilt als Milch- und Käseregion. Hier gibt es viele große und unzählige kleine Molkereien und Sennereien, die Käse aus bester Milch von Allgäuer Kühen herstellen. Dazu zählt unter anderem auch die Käsküche Isny. Sie wurde bereits mehrfach für ihre Produkte ausgezeichnet. Wir haben den Betreibern mal bei der Käseherstellung über die Schulter geschaut. Von ihnen stammt der Rohstoff, der in der Käsküche Isny zu feinstem Käse veredelt wird. Die Kühe bekommen nur frisches Gras und Heu zu fressen und produzieren deshalb beste Heumilch. Und das merkt man seinem Käse auch an, da ist sich Alexander Diet sicher. Denn in seiner Sennerei steht die Qualität über allem. Jeder einzelne Arbeitsschritt wird daher mit großer Sorgfalt durchgeführt. Wann genau was zu tun ist, verraten Alexander Diet nicht nur Messinstrumente, sondern auch seine langjährige Erfahrung. Unsere Produkte sind alle hier regional und in Bio-Qualität. Das heißt, die Milch vom Landwirt weg schon, das Futter, auch unsere ganze Produktion und Zutaten sind alles Bio-Zutaten. Und wir sind hier im Bioland zertifiziert. Der Käse, der herauskommt, ist zu 100% Bio. Man kann beim Käse auch zum Beispiel die Rinde mitessen, kommen da immer wieder vom Verbraucher diese Fragen, aber unsere Produkte ist mit nichts behandelt. Und die Kunden wissen diese Qualität zu schätzen. Allerdings nicht nur, wenn sie hier Käse kaufen. Schließlich gibt es in der Käsküche Isny beispielsweise auch Trinkmilch, Sahne, Quark und manches mehr, was aus der hier angelieferten Milch hergestellt wird. Weil aber auch viele Gäste von außerhalb des Allgäus den Weg hierher finden, verkauft die Käsküche inzwischen auch über das Internet. Damit die Gäste ein Stückchen Genuss aus Isny und eine große Portion Sennereikunst auch bei sich zu Hause genießen können. War es früher ein Kloster, so ist heute das St. Raphael in Kempten ein modernes und gleichzeitig gemütliches Tagungszentrum mit eigenem Hotel- und Restaurantbereich. Lassen Sie sich inspirieren von der sehr ruhigen und angenehmen Atmosphäre. Bildung, Erholung und Besinnung in einem Haus. Das St. Raphael im Allgäu ist ein 3-Sterne-Superior-Hotel. Wir sind ein ganz besonderes Hotel. Wir sind ein Inklusionsunternehmen. Wir geben Mitarbeitern oder Menschen, die in ihrem Leben durch ein Handicap gefordert sind, einen Arbeitsplatz. 40% unserer Kollegen haben eine Einschränkung und sie werden aktuell eingesetzt in der Küche, im Housekeeping und im Servicebereich, also im Restaurant. Unsere 37 Doppelzimmer können zur Einzelnutzung belegt werden. Die sind komplett ausgestattet mit Tresor, mit Fernsehen, mit Sekretär, damit die Geschäftsreisenden am Abend auch noch was arbeiten können. WLAN geht bei uns im gesamten Haus, auch im Garten noch, wo man ein bisschen die Plätze auch jetzt im Sommer nutzen kann zum Arbeiten. Weiterhin natürlich in den Tagungsräumen haben wir WLAN und elektronische Displays, was jetzt ganz angesagt ist, Beamer und die Standardtechnik. Wir bieten in unserem Restaurant das Frühstück für Außerhausgäste an. Weiterhin auch das à la carte Restaurant ist für Außerhausgäste geöffnet. Und Sonderveranstaltungen verrichten wir auch, wie Osterbrunch, Muttertagsbrunch, Burgerbuffet, Barbecue, Frühlingsmenü. Also querbeet, einfach mal auf der Homepage vorbeischauen, da sind alle Termine vermerkt. Und damit möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal hier an gewohnter Stelle wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.